Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen wieder zu einer brandneuen Folge Go Medieval. Wie in der letzten Folge angekündigt, kümmern wir uns heute mal, dass unsere neue Kuh, was zwar leider eine männliche Kuh ist, aber das ist ja erstmal egal, dass wir unsere Kuh in unseren, ja leider etwas leergefegten Stall kommt. Also da haben wir jetzt zurzeit nur noch männliche Tiere und da kommt jetzt noch eine männliche Kuh dazu, also das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ja gut, spannend wird es nie unbedingt, weil ich glaube eher weniger, dass die sich bekriegen werden gegenseitig. Aber ja, wir kriegen halt zurzeit dann keinen Nachwuchs mehr. Genau, ansonsten, Tiere sind hungrig, okay, verstehe ich, aber ich sehe auch gerade, also zwischen der letzten Aufnahme und heute sind schon wieder ein paar Tage vergangen, leider. Also ich sehe schon, dass hier einiges wieder rumliegt, wo sich mal drum gekümmert werden muss. Also jetzt liegt hier auch schon wieder verdorbenes Fleisch, weil es zu lange rumliegt. Der Eintopf ist auch bald wieder verdorben. Das Grillfleisch wahrscheinlich auch. Hier sind auch nur noch zwei Kühe da. Hier liegt auch allerhand Mist, sage ich mal. Pilzhaufen, Grillfleisch, hier verdorbenes Fleisch. Ja, also Leute, kümmert euch mal um euren Transport. Und wir haben den Sommer wieder erreicht. Der Sommer erschien wie ein warmer Segen und lockte die Siedler, ihre warme Kleidung abzulegen. Jetzt war es an der Zeit, unterirdisch Vorräte anzulegen, um die Lebensmittel für kommenden sonnigen Tage frisch zu halten. So, und ich habe jetzt auch mal Wishlet, sage ich mal, gesagt, sie soll nichts anderes als erstes machen, außer Transport. Damit hier endlich mal das ganze Chaos wieder aufgeräumt wird. Weil, also sind wir mal ehrlich, das geht so nicht mehr weiter. Alles verrottet hier und nee, das geht einfach nicht. Vor allem jetzt auch hier das ganze Essen, was hier komplett in der Sonne liegt, das kann ich so nicht dulden. Aber wir haben eine neue Handelskarawane. Ein Duft von Gewürzen in der Luft kündigte die Ankunft einer Handelskarawane an und hob die Stimmung der Einwohner von Brockhall. Brachte sie Pelze, Stoffe oder Neuigkeiten aus der weiten Welt? »Ich habe euch guten Menschen so viel zu bieten«, rief ein Stoffhändler. »Kommt, lasst uns einen Handel machen.« »Ja gut, Stoffhändler, da brauchen wir gerade nicht unbedingt was, muss ich ehrlich sagen.« »Also, lassen wir den erstmal weiterziehen, damit die Leute hier einfach mal wieder aufräumen können.« So, liebe Leute, wir haben jetzt den zweiten Tag im Sommer. Ja, okay, Gwenhilda ist ein bisschen, ja, nicht so zufrieden mit der Gesamtsituation. Aber wir haben jetzt zumindest wieder ein bisschen Ordnung hier bei uns geschaffen. Das können wir jetzt komplett abreißen. Beziehungsweise kann ich entfernen lassen. Da wird es eingelagert und dann können wir es beim nächsten Händler oder so vielleicht wieder verkaufen. Und da können wir eigentlich, ja gut, hier sind jetzt noch ein paar Kleinigkeiten. Aber da würde ich sagen, da nebenbei auch ein bisschen Kalksteinsäge produziert wurden, dass wir hier mal die Etage soweit vielleicht fertig kriegen. Aber dafür muss ich erstmal, damit keine Wildtiere sich wieder hier unten gütlich tun, hier schon mal Holzwände hinsetzen an den Zäunen, dass da auf jeden Fall niemand herumläuft. Dann können wir auch schon die Wände hier reinsetzen. Beziehungsweise wir können auch gleich mal die Treppe erstmal hier drüben hinsetzen. Damit wir die Treppe hier abreißen können.
Aber da lasse ich die jetzt das erstmal schnell fertig bauen. Beziehungsweise ich setze jetzt schon mal schnell die Treppe hier rüber, dass die gebaut werden kann. Hier ist ja alles eingezäunt. Das ist gut. Wir haben einen neuen Siedler. Redwin würde von den Jüngern bei lebendigem Leibe verbrannt werden, erklärte er sachlich. Mit verschleierten Augen, rußige Lumpen tragend. Wirst du ihn vor den Flammen retten? Er könnte verfolgt werden. Also wir könnten ihn retten oder wir könnten in ein paar Tagen von einem Bogenschützen, fünf Marodeuren und einem wilden Marodeur angegriffen werden. Also wir haben zurzeit fünf Siedler. Ich glaube auch auf jeden Fall unseren guten Bogenschützen haben wir dabei. Und das ist auf jeden Fall ein Nahkämpfer. Da haben wir es letztens erst, sag ich mal, unglücklicherweise jemanden verloren. Bergbau auch wieder sehr gut. Ja, also wir können erstmal aufnehmen, schauen, wie er arbeitet. Und dann werden wir auf jeden Fall weitersehen. So, aber bevor wir unterbrochen wurden, diesen Block mal schnell abbauen. Hier machen wir mal schnell die Optik rein, dass es zur Ecke passt. Das mache ich hier dann auch. Der Zaun kann abgerissen werden. Den brauchen wir dort nicht mehr. Und dann werde ich anfangen, von hier drüben an die Balken zu ziehen, dass wir hier drüben anfangen können, den Weg. Den Fußboden zuzumachen und dann zu guter und dann auch schon die Wände reinzuziehen. Und ich versuche das halt diesmal auch so zu machen, dass die Tiere nicht runterkommen können. Die Ecke ist abgebaut, dann werden wir schnell hier die nächste reinsetzen mit der Optik in die Ecke. Und dann werde ich mal schnell das Layout von den Balken hier unten nach oben übernehmen. Und die passenden Balken. Das ist auch sehr gut. Unsere Kochstation kann genau dort stehen bleiben und steht sogar perfekt mittig. So, die Balken, die wir gerade machen können, sind auch schon fertig. Oben werden wir wieder ein ganz normales Holzhaus hineinzimmern. So, mache ich erstmal so den Boden hin. Hier drüben fehlt ja noch der Balken. Und wenn der Boden dann steht, werde ich hier oben den Rahmen, also die Wände schon hinsetzen, damit das geschützt ist vor den Wildtieren. Und dann die Treppe umsetzen. Aber ich werde mich auch darum kümmern, dass Fredwin jetzt erstmal versorgt wird. Denn in 11 Stunden kommt schon der nächste Suchtrupp wieder. Unsere Baugrube hier oben geht auch immer weiter voran. Also wir haben, denke ich mal, genug Kalkstein jetzt auch für kommende Vorhaben. Und wir können noch mal hier so ein bisschen ernten. Das dürfte uns ganz gut tun. Hier die Kräuter nehmen wir noch mit. Hier noch ein paar Pilze. Und verschwundenes Eigentum. Die Räuber sind da. Die Jünger argumentierten eindrucksvoll, dass Redwin durchtrieben sei und dem Satan diene. Dann drohten sie, Brockhol bis auf den Grund niederzubrennen und alles gründlich zu läutern, wenn du ihn nicht auslieferst. Aber wir werden uns nicht unterkriegen lassen. Wir werden sie nicht. Also wir werden nicht nachgeben, wir werden uns nicht beugen. Die Leute von Brokkol griffen zu den Waffen und machten sich kampfbereit. Okay, es sind 8 Enemies. So wie es aussieht, sind es jetzt doch ein paar mehr. Genau, 2 wilde Marodeure auf jeden Fall. Ich glaube, das waren vorhin nicht so viele. Aber egal, wir rufen unsere Leute zu den Waffen. Wenn ich mir das so ansehe, ja, schwierig, ob die nach
nach unten laufen oder nach oben laufen, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber wir werden auf jeden Fall erstmal alle jetzt zu den Waffen rufen. Unsere Bogenschützen. Unsere zwei werde ich mal hier rein platzieren. Und unsere anderen drei hier. In der Hoffnung, dass auf jeden Fall alle gut platziert sind, sage ich mal. Okay, Harnett muss noch schnell was wegschaffen, so wie es aussieht. Genau. Der hatte gerade noch was auf dem Rücken. Da sollst du hin, Harnett. Ah, okay. Sie kommen auf jeden Fall von unten. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Dann unsere beiden Bogenschützen. Platziert euch mal hier. Haben wir hier schon alle vier? Nein. Gwenhilda fehlt noch, sie kommt noch. Geht auf jeden Fall erstmal hier lang. Und dann hier nach unten. So, und jetzt wird angegriffen. Schieß auf jeden Fall direkt auf ihn. Meine zwei Bogenschützen, muss ich ehrlich sagen, sind mir zu weit vorn. Ich werde sie mal hier hinstellen. Aber ihr sollt natürlich auch angreifen. Dass ihr mich nicht falsch versteht. Arnold, bitte greif an. Denn sonst sieht es sehr schlecht aus für uns. So, du machst ihn fertig. Die Bogenschützen da oben sind auf jeden Fall gefährlich. Aber unsere Bogenschützen müssen sich wirklich erstmal hier drum kümmern. Genau, Gwenhilda, kümmert dich mal um ihn mit. Und es ist tatsächlich unser Neuling noch gestorben. Ich fass es nicht. Okay, Rieke, sehr gut. Kümmert dich jetzt mit um ihn. Du kümmerst dich weiter um ihn. Nein, nicht unser Harnett, nicht unser Bogenschütze. Warum ist er denn gestorben? Wir haben trotzdem einen Sieg, okay. Verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Die belagerten Siedler wurden im Sommer des Jahres 1354 angegriffen. Ihre Tortur dauerte 1 Stunde 46. Nicht jeder überlebte diese schicksalshafte Begegnung. Gokko verlor zwei seiner Bewohner. Redwin Hulse und Harnett Picard starben während des Angriffs. Drei eingeschworene Feinde starben während des Kampfes. Mia Miller Holt war am tapfersten unter den Siedlern und versetzte dem Feind die meisten Schläge. Harnett Picard nahm den meisten Schaden durch den Feind und dachte nur daran, Brockhall in der Stunde der Not zu verteidigen. Und musste leider mit seinem Leben bezahlen. Also es ist schade, dass wir jetzt doch zwei Siedler, ja, genau. Zwei Siedler verloren haben. Bitte was? Bitte was? Bitte was? Wir haben Glück, dass Gwenhilda noch am Leben ist. Hallo? Du sollst nicht fliehen, du sollst sie zum Bett tragen. Also das lief ja jetzt alles andere als wunderbar. Wir haben die Hälfte unseres Dorfes verloren. Und jetzt... Genau. Noch Rikeld zum Bett tragen. Und dann könnt ihr euch erstmal alle gesund pflegen lassen. Also das ist ja jetzt echt mies gelaufen. Wir haben einfach so viel verloren. So viel. So ärgerlich. Mann. Also, wir haben auf jeden Fall unseren Arzt aber behalten.
beim Bau sind alle echt beschissen. So, also ich denke, ich habe die Tätigkeiten jetzt so gut verteilt, wie ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nur kann. Denn ja, wirklich viel ist es ja nicht unbedingt. Aber na gut, wollen wir erstmal ein bisschen weiterlaufen lassen, bis alle wieder einigermaßen geheilt sind und sich ausgerüstet haben. Auf jeden Fall haben alle erstmal freie Bettwahl. Zumindest ein was Gutes, was die haben gerade. So, da jetzt alle einigermaßen wieder geheilt sind, nehme ich das Gesundpflegen auf jeden Fall wieder etwas runter, denn das können wir uns auf Dauer nicht leisten. So, und da wir durch den Kampf zwei Schilde gewonnen haben, habe ich auch mal unsere zwei Nahkämpfer zu Einhandwaffen mit Schild umgeändert. Aber wir haben unsere Kannibalin behalten. Aber es sind auch schon wieder alle verwundet. Also, ja gut. Jetzt ist Quenhilda auch noch aufsässig und rebellisch. Das passt mir gerade gar nicht in den Kram. Aber gut, das können wir nicht ändern. So, also liebe Freunde, das soll es auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Es ist auf jeden Fall etwas passiert. Vielleicht wurde die Folge auch gar nicht mal so lang, so wie die letzte Folge. Aber wir haben auf jeden Fall die Hälfte unserer Einwohner leider verloren durch einen Kampf. Aber wir haben von unserem großen, ja, was dann im Endeffekt das Haupthaus werden soll, auch schon vom Erdgeschoss über die Hälfte vom Fußboden fertig. Aber wie ihr seht, es fehlt noch Holz. Genauso wie hier musste ich mal kurz das Lager ein bisschen größer machen, weil jetzt nun mittlerweile auch ein bisschen mehr Eisen dabei ist, die ganzen Waffen. Und rundherum habe ich dann auch nochmal Fußboden gemacht, wo jetzt natürlich auch Holz fehlt. Ja, wir haben eine neue Kuh bekommen, eine, ja, Bullen, also eine männliche Kuh. Aber das soll uns alles nicht unterkriegen. Wir werden in der nächsten Folge weitermachen. Hoffentlich einen neuen Siedler bekommen. Auch ohne Kampf diesmal. Aber was in der nächsten Folge passiert, seid auf jeden Fall genauso gespannt wie ich. Und schaltet gern wieder dabei ein. Lasst eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!